Ja, herzlich willkommen zurück zu uns. Wir sind heute beim 7. Spieltag der Uniliga von CSGO. Und wie immer habe ich den Lukas mit dabei. Also nicht wie Hi. immer, aber den Lukas habe ich mit dabei. Hallo Lukas. Stimmt, einmal musst du mich ja austauschen gegen Ja, Mux einmal musste ich dich, auch einmal halt, hatte ich keinen Bock mehr auf dich. Das war dann soweit. ne? Ja, ist absolut Nee. verständlich. Also Grüße an Mux auch, falls er zuguckt. Vielen Dank, dass du letztes Mal aushelfen konntest. Ja, Lukas, dann erzähl uns mal was über den Spieltag. Heute haben wir einen richtig spannenden Spieltag. Heute ist es nämlich ein Playoff-relevantes Spiel für beide für beide Teams. Wir haben erstmal das Spiel Clausthaler Cool Cats, also CCC, gegen Academic Club of Esports Dortmund. Das ist für mich irgendwie ein Zungenbrecher. Ja. Abkürzung war, glaube ich, Ace Do, haben wir gesagt, oder Ace Dortmund. Das ist einfach, kommt einfach Ace über die Dortmund, ist Zunge, das ne? okay für euch Jungs, wenn wir euch so nennen? Stimmt, ihr seid da bestimmt im Chat, sagt mal ja, nein, wie möchtet ihr genannt werden? Genau, A-Do, bevor wir AC-Do. mittendrin wieder die Tipps kriegen, dann sagt uns jetzt. ACE sagt Dortmund. Was auch immer, sagt Bescheid. Auf jeden Fall ist es für beide Teams heute relevant, das Spiel. Wer verliert, ist nicht safe raus. Also sind jetzt gerade Platz 3 und 4 in der Tabelle. Und die ersten drei kommen natürlich weiter in unsere Playoffs. Wer verliert, ist nicht ganz safe raus, meine ich. Ich meine, es gibt für beide dann auch eine Möglichkeit, Genau. hier weiterzukommen. Also es hängt ein bisschen von anderen Spielen ab. Beziehungsweise die Clausthaler haben kein Spiel mehr. Für die Clausthaler ist es jetzt das letzte Spiel. Für alle oder fast alle anderen Teams läuft nebenbei noch eine englische Woche. Das heißt, diese Woche wird doppelt bespielt. Die haben zwei Matches, beziehungsweise jeweils zwei Maps, also insgesamt vier Maps für jedes Team diese Woche. Ja, genau. Das Interessante gerade auch bei dieser Partie ist, Clausthaler Cool Cats gegen Ace Dortmund ist vor allem Dortmund hat jetzt noch zwei Spiele offen. Also sprich, auch wenn sie heute verlieren, haben sie trotzdem noch die Möglichkeit, immer noch in die Playoffs Genau. einzuziehen. Genau, und wie gesagt, auch die Clausthaler Cool Cats können einziehen, können in die Playoffs einziehen, wenn sie, glaube ich, noch auf andere hoffen, meine ich. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, wenn sie heute nicht eine Map gewinnen, dann sind sie raus. Also bei diesen Ziemlich Tabellengeschichten, da bin sicher. ich auch raus. Ja. Also da habe ich auch nicht so viel. Genau, und wer auch raus ist, aber noch oben raus, ist UBT, unser absoluter Tabellenführer aus Gruppe 1. Die sind komplett safe in den Playoffs jetzt. Die haben auch, glaube ich, nichts mehr. Doch, sie haben heute noch. Nee. Haben sie noch was zu spielen? Doch, nächste. Also, sie haben noch diese englische Woche. Sie haben Genau. noch ein Spiel offen gegen die Rhein-Waal-Universität. Und dann sind sie auch fast durch. Ja, beziehungsweise sind sie eigentlich. Die Dann sind sind sie durch. Also rechnerisch die haben durch, den ja. safen, also meines Wissens nach den safen Spot, aber ich kenne mich auch mit dieser Tabellengeschichte nicht ganz so aus. Nee, sind durch. Safe gone. Okay. Genauso für Bielefeld. Bielefeld muss ein bisschen wackeln noch. Die spielen jetzt heute. Doch, die spielen heute gegen das zweite Team von Esuka. Und haben dann kein Spiel mehr. Sie haben jetzt auch noch ein Spiel offen. Die haben keins in der englischen Woche, weil sie vorher schon eins gemacht haben. Das heißt, auch die müssen so ein bisschen auf das heutige Ergebnis hoffen und ein bisschen eben dran arbeiten. Oder ein bisschen einfach hoffen, dass es funktioniert und natürlich auch selber ihr Spiel gegen Esuka gewinnen. Das ist Gruppe 1. Also es ist überall noch spannend. Es können drei Teams noch reinkommen von den Genau. zwei Spots, die wir noch haben. UBT, wie gesagt, kriegt den ersten Spot und die sind safe weiter. In der Gruppe 2 sieht es auch ganz, ganz anders aus. Gruppe 2 sind, ich glaube, fünf Teams relevant noch. Also noch fünf Teams können auf die drei Spots sich verteilen. Da wissen wir noch gar nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, was heute Abend alles so an Matches, an Scores dann dasteht. Dann können wir genauer sagen, wer weiterkommen kann und wer nicht. Und bei gleicher Punktzahl, dann kommt es ja auch als erstes auf Map Difference, glaube ich, an, oder? Glaube, als erstes overall, ja, also Punktedifferenz. Wie viele Runden man geholt hat als Differenz. Das ist das erste. Ich hoffe mal, Nico korrigiert mich, wenn das falsch ist. Ich meine, erste ist Rundendifferenz, dann direkter Vergleich und dann direkter Vergleich Rundenanzahl. So. Das ist natürlich als allererstes natürlich Punkte. Also jede gewonnene Map gibt einen Punkt. So. Nico, sag mal ja oder nein am besten im Chat. Dann wissen wir, Ich ob glaube, ich das weiß gar nicht, ob richtig Nico ist überhaupt oder. da ist. Ach doch, Nico ist Nico da, sollte ja. da sein. Hallo, Nico. Fast hat er gesagt. Okay, dann ist es nicht ganz richtig. Okay, dann Unser ist es aber fast richtig. Aber Punkteguru. was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, herzlichen Glückwunsch, UBT auf jeden Fall schon mal. Genau, UBT ist Zum safe Einzug in weiter. die Playoffs. Die sind dann eben auch vermutlich als Erster weiter. Es sei denn, Bielefeld rockt. Nee, selbst nicht mehr, wenn Bielefeld alles rocken würde. Wenn die Clausthaler noch. Nein? Also UBT Dortmund ist könnte safe jetzt rein Erster. theoretisch Punkt. noch. Die haben Das noch drei heißt. Spiele, also mit dem heutigen inklusive. Wenn Ne, jetzt alle, zwei. jede Map davon geholt werden könnte, dann wird es ja meines Wissens nach 11 Punkte sein, oder? Für Dortmund. Ne, sie haben keine drei Spiele, sie haben zwei Spiele noch offen. Ach ja, Das Entschuldigung, ja. heute gegen die Clausthaler und nächste Woche gegen Isuka 2. Das heißt, es sind noch vier Punkte offen und die können maximal noch auf neun Punkte insgesamt kommen. Das heißt, UBT ist safe auf ihrem ersten Platz
und damit auch safe im Halbfinale direkt. Das heißt, sie spielen gar nicht erst, nicht das kommende Wochenende, also auch nicht am, was ist das Wochenende zum 16., 17., da Genau. wird ja das Viertelfinale stattfinden, sondern die sind direkt im Halbfinale und spielen eben den Zweit- oder Drittplatzierten aus der anderen Gruppe, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wie unser Seeding da funktioniert. Ja, da könnte vielleicht Nico noch mal was zu sagen. Eigentlich bräuchten wir Nico als Experten, was die Scores und so weiter angeht, genau für dieses Segment. Das wäre perfekt eigentlich. Naja, gut. Vielleicht mal ein bisschen zum Spiel heute, was wir hier vor uns haben. Es spielt ja Clausthal gegen Dortmund. Weißt du, welche Maps wir im Angebot haben? Ich glaube, du weißt es. Ja, ich weiß es. Ich fange mal einfach mal mit den Bans an. Also, die Clausthaler haben Train weggebannt, dann haben die Dortmunder Inferno gebannt. Clausthaler wollten Nuke nicht spielen und Dortmund hat sich dann von Kabbel leider verabschiedet. Mag ich ja auch die Map. Was mir gut gefällt, Dortmunder haben mal wie immer, also nicht wie immer, aber in letzter Zeit hatten wir es häufiger, Overpass. Ich glaube, die letzten 3 Spieltage. Und von daher, ich freue mich auf Overpass und Lukas freut sich gleich auf Cash als zweite Map. Das ist Wir nämlich haben der Closer Pick. jeder unsere Lieblingsmap hier bekommen. Jeder, auf der wir am liebsten spielen, am liebsten auch, glaube ich, casten können. Also ich fühle mich einfach wohler auf Cash. Da kann ich ein bisschen mehr reinlabern, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen meinen Senf dazugeben. Auf Overpass gelingt dir das ein bisschen besser. Ja, das schauen wir mal. So, auf jeden Fall warten wir, glaube ich, noch ganz kurz auf den letzten Mate von dem einen Team. Dann, ich hatte ja letztes Mal so eine lustige Fragerunde mit Muxor. Ja, bitte. Genau, ey. Hast du den Stream geguckt, Lukas? Kannst du dich noch entsinnen, was ich gefragt habe, so grob? Nee, ich kam. Nee. Also ich habe den Stream gesehen, aber ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis, muss ich sagen. Ja, das ist gar kein Problem. Dann fange ich einfach mal an mit der groben ersten Frage. Was glaube ich, was für einen Rang bist du denn, Lukas? Ich bin Global. Stell dich da nochmal so ein bisschen Global mehr vor. Light. So, wie viele Spielstunden hast du so Pi mal Daumen? Was Ach spielst du Gott. nebenbei noch so? Isea oder so ein Shit? Ja, ich habe 2200 Spielstunden. Also ich spiele, glaube ich, seit 2000. 14 das Spiel, meine ich. Ende 2014, glaube ich. War am Anfang auch, habe vorher so ein bisschen mal CSS und 1.6 mit meinem Bruder so ein bisschen gespielt, aber nicht wirklich. Und habe dann wirklich erst mit Go richtig angefangen zu spielen. Und habe dann am Anfang, wie gesagt, ich war richtig kacke. Ich war richtig scheiße am Anfang. Ich war richtig schlecht. Und musste dann, aber viel Spaß mit Freunden angehabt, das eben zusammen zu spielen. Wir waren immer eine Fünferlobby eigentlich. Und dann hat man halt eben Spaß dran, man wird auch besser und besser. Und dann bin ich halt irgendwann halt einfach gestiegen. Hab noch ein paar andere Leute kennengelernt, die halt auch ganz gut sind, so. Bis ich dann irgendwann in meinem ersten Team gejoint bin, da war ich glaube ich noch LE oder so. Und das war halt auch. Ja, es war die erste 19 Damage Liga Season dann. Das war dann eher so mitteloptimal nur. Also wir haben glaube ich nur, ich glaube 5 von 14 Games, also 5 von 14 Maps gewonnen irgendwie. War nicht so gut, aber danach haben wir uns halt stetig verbessert. Wir waren auch auf LAN damals mit dem Team, als wir uns dann schon ein bisschen verbessert hatten. Und ja, das ist schon. Habe ich schon ein bisschen was hinter mir jetzt mittlerweile. Das Achso, und ich klingt spiele doch ganz nebenbei noch gut. Faceit halt. Level 8, glaube ich. Oh, Nee, Level abgestiegen. 8. Level 7, lol. Abgestiegen. Inaktiv oder Gar nicht geschwächt? mehr. Ich spiele jetzt gar nicht mehr Faceit, muss ich sagen. Also irgendwie komme ich nicht mehr dazu. Es fehlen halt die Mates so ein bisschen. Alleine Ja. Macht oder Duo oder auch mal Triple. Also wir sind meistens maximal 3 Mates. So. Das ist dann immer ein bisschen. Weiß nicht. Mir macht es Gas. zu fünft einfach am meisten Spaß, CS. Das stimmt. Also ich glaube auch, dem macht zum Premier irgendwie am meisten Spaß, weil man dann auch sich auch schön gegenseitig flamen kann, ohne dass dann direkt einer disconnectet oder Ja. dich anschießt. Also man schießt sich ja auch an, so ist jetzt nicht. Ja. Dafür ist Matchmaking ja da. Also das machen wir uns nichts vor. Wenn man zum Fünfer Premier halt irgendwie nachts um 2 da reinqueut, dann muss da nicht unbedingt ein Win bei rauskommen. Davon geht keiner aus. Ne? Nee, aber es muss halt einfach Spaß machen. So. Und selbst wenn man dann mal sagt, man try halt ein bisschen mehr und man sagt, okay, wir gehen auf Win, so, dann geht es halt mit Premates. Das geht nicht, vielleicht nicht unbedingt mit dem freundlichen Osteuropa in deiner Osteuropäer in deiner Lobby. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger, sagen wir mal so. Ja, das kommt alles vor, ist kein Problem. So, nächste Frage wäre, glaube ich, Ja. dreistester Cheater in CSGO, den du je im Matchmaking, oder nicht unbedingt im Matchmaking, aber generell. Ja, habe ich im Matchmaking zweimal, also habe ich zwei Leute, die genau gleich gecheatet haben innerhalb von einer Woche. Und das war einfach ein Spinbot. Wir haben Mirage gespielt, beides Mal. Und das eine Mal, da weiß ich, bin ich Mitte gegangen in der Pistol Round als CT, also bin halt einfach raus und habe das Mitte-Window gepiekt. Und wundere mich schon, warum der Typ auf einmal, also ich kam ein bisschen später, aber der Typ war schon auf kurz komplett durch. Und es war für mich so absurd, der war also quasi links von mir, der war komplett durch. Hä? Wie kommt denn der da hin? Das habe ich mir so gedacht, was passiert denn da? Und ihr habt nicht so richtig erstmal drauf geschossen, sondern erst so hoch und erstmal realisiert und war dann am Hin-Aim. Währenddessen hat er auf den Boden geguckt mit seinen Dual Elites und fing an zu schießen und sich dabei zu drehen. Da hat er nicht mehr mit aufgehört. Irgendwie am Ende 70 Frags gehabt.
Ja, das war ein Das war Profi halt der einfach, ne? 30. Das war mit Abstand der 30. Ja. Also man sieht ja auch immer so einiges. Also bei den meisten kann man irgendwie davon ausgehen, dass es halt Smurfs sind, auch wenn man dann direkt reinframt, hey, der cheatet, ja. Ist halt auch alles dann immer Non-Prime und Hier gab es da noch nicht. Das war noch ja, vor ach so, ja, stimmt, das Prime-Zeiten. ist ja noch ein bisschen Ja. her. Also, ja gut, dann war es eh egal Aber Non-Prime eigentlich. ist jetzt sowieso. Ich finde, das sollte man nicht mehr spielen, Non-Prime, wenn man die Chance hat. Ja, man kennt ja wohl genug Leute, von die nicht zocken, von denen mal kurz mal die Handynummer einmal. Ja, ich habe auch zwei Also. Handynummern, so ist es noch nicht. Ja, man muss jetzt ja nicht extra eine Handynummer nochmal holen, aber. Nee, es war meine alte halt noch, die ich noch hatte. Und dann habe ich mir irgendwann auf dem Smurf, glaube ich, das mir immer geholt, meine ich. Naja. Smurfen ist erlaubt bei CSGO eigentlich oder nicht? Ich frage mich Also das immer, ich weil League of wüsste Legends nicht. ist es ja nicht erlaubt. Also ich wüsste nicht, wer und wie es in CS verboten hätte, zumindest nicht direkt verboten hätte. Also jetzt was Matchmaking angeht. Ja. Es ist natürlich verpönt und es ist natürlich Kacke, aber wenn ich mit meinen Freunden halt zusammenspiele, die irgendwie alle Master Guardian sind oder was, und dann will ich dann mit meinem Global nicht reinkommen, weil das CSGO-Matchmaking-System so geil ist und dann einfach komplett eine 5er Global Lobby gegen uns queued oder eine 5er Supreme Lobby dann. Und das Ja. finde ich halt echt ein bisschen bescheuert. Und ja, meine Güte. Aber was Smurfen ist natürlich verboten in solchen Sachen wie eben Ligen zum Beispiel. Da darfst du natürlich keine zwei Accounts anmelden und so weiter und so fort. Aber rein Matchmaking ist es absolut egal. Hat Riot selber denn da ein Problem mit oder was? Ich kenne es in League of Legends gar nicht, weil ich das ja nie Ja, spiele. Riot will das unterbinden halt, weil dadurch einfach, glaube ich, ich glaube, das Spielerlebnis irgendwie für die Spieler, die gerade anfangen, wird halt komplett versaut, ne? Ja, Muss klar. man halt auch einfach sagen. Also gehst du rein. Ja. Bei CSGO ist es jetzt, glaube ich, nochmal eine Stufe anders, weil wenn du keinen Bock mehr hast, also wenn die Leute das Spiel oft dann keinen Bock mehr haben, dann können die einfach disconnecten. Also können sie bei LoL auch machen, aber Ja. es ist glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob bei CSGO halt am Smurfen ist oder bei LoL. Aber vielleicht seid ihr da auch anderer Meinung. Also könnt Also ihr mal sicherlich sonst nochmal was ist zu Smurfen sagen. nicht unbedingt das Beste, aber das Ding ist, Valve ist ja nun mal nicht der Game Developer, der unbedingt dafür bekannt ist, unbedingt viel auf ihr Spiel zu geben und viel Support eben in ihr Spiel Das habe reinzuschieben ich vorher noch nie letztendlich. gehört. Wundert mich aber sehr. Nein. Also Valve ist ja, interessiert sich nun recht wenig für die Community, zumindest was öffentliches Management angeht, also was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ich, wer weiß, ob hinter den Kulissen viel, viel mehr passiert. Auf jeden Fall ist nach außen, haben sie da noch nie irgendwas publiziert im Sinne von Öl, hört auf zu smurfen oder so. Das ist denen, scheint denen recht egal zu sein, zumindest. Ja, gut, ist verständlich. Da beim Thema Valve und bei Patches und so, gut, dass ich da gerade angelangt bin. Was stört dich am meisten gerade an dem Spiel? Jetzt gerade? Ja. Oh, ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass die OMP genervt wurde. Also da war vielleicht das, was mich vorher gestört hat. Jetzt ist es. Boah. Ich finde 5-7. Ich finde die Pistols insgesamt ein bisschen zu stark und dafür die Rifles ein bisschen zu schwach. Das ist ja dieses typische. Das ist eigentlich das Argument, was hauptsächlich zurzeit als schlecht angesehen wird. Also wenn ich jetzt, was Balancing angeht, dann würde ich sagen, ich würde den Pistols ein bisschen One-Shot-Möglichkeiten nehmen. Also einfach, ich würde nicht der M4 eine One-Shot-Möglichkeit geben auf eine gewisse Entfernung, sondern ich würde zum Beispiel der P250 komplett den One-Shot nehmen, weil das Ding kostet $300. Warum soll die One-Shot killen? Im Gegensatz zu den Starter-Pistols, die nichts kosten, also nur 300 weniger. Und die brauchen zwei Headshots halt, um. Beziehungsweise die Glock braucht drei gegen Armor sogar auf eine gewisse Ja, Entfernung. ja. Also deswegen würde ich zum Beispiel der P250 auf jeden Fall nehmen, der Tech-9 und der 5-7 würde ich ein bisschen mehr Ungenauigkeit geben im Lauf. Und die Deagle finde ich eigentlich gar nicht mehr zu stark. Vielleicht wäre Nee, sie die Deagle stärker, ist vielleicht würde so. sie mehr benutzt werden, wenn die anderen Pistons schlechter gemacht würden. So. Aber an sich finde ich sie nicht stark. Ich finde sie nicht unbalanced. Und ansonsten, ganz ehrlich, was mir viel wichtiger ist, Bugfixes. Ganz ehrlich, ganz viele Bugfixes. Das Spiel ist noch absolut broken und das nervt mich eigentlich vor allem. Also das wäre mein erster Ansatz, ja. Ja, das stimmt. Aber ich finde das Game im Moment auch echt recht balanced eigentlich. Dann können wir von Waffen direkt zu Maps übergehen. Wir können ja ein bisschen über die heutigen Maps noch reden, ne? Fangen wir mal Ja. einfach mal andersrum an. Du fängst jetzt mal mit deiner Map an und dann erzähle ich nochmal ein bisschen was zu Overpass gleich, auch wenn ich es mir sparen kann eigentlich, aber. Ja, ich glaube, wir können es eigentlich, was heißt, wir können es sparen. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall mehrmals schon Cache und Overpass gesehen. Cache ist eben eine Map, die, wie ich es ja auch schon ein paar Mal öfter gesagt habe, viel offene Angle bietet, viel rein Spielraum für sehr aimtechnische Rangehensweisen an das Spiel. Sprich, man sagt als Terroristen oder als T-Team sagt, hey, geht einfach mal ein bisschen, Spieler, geht einfach ein bisschen vor und aimt ein bisschen die Leute um. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Angles sind weit, also die Eingänge sind sehr weit, wo man
Gegner treffen kann und die Timings sind auch sehr, sehr ähnlich. Das ist eben bei Overpass ein bisschen anders, aber ich weiß nicht, ob du zu Overpass dann selber noch was sagen willst, Oh, oder? ich glaube, also ich habe jetzt die letzten Wochen immer was zu Ja, Overpass wir haben erzählt. viel, gerade die beiden Maps sehr viel gesehen. Ich glaube, wir haben fast nie. Haben wir mal Inferno gecastet? Oder. Ja, Nuke Nee, auch nicht. Inferno, ich weiß gar nicht, ob Inferno überhaupt schon gespielt wurde. Ich glaube ja. Doch, Wir es haben wurde so. auch heute, glaube ich, gespielt wieder. Ja, also gecastet haben wir es noch nicht. Also wir haben die ganzen typischen Klassiker halt. Gott sei Dank kein Dust 2 dabei, muss ich Na ganz gut, ehrlich ist sagen. ja nicht in der Liga dabei. Ja, deswegen ja, Gott sei Dank. Achso. Mirage haben wir mittel viel Haben gesehen. wir, ja. Cache war sehr häufig Pick. Auch, also wenn, es war, glaube ich, 100% Pick-Bann. Also entweder war es gebannt oder gepickt. Und Overpass haben wir die letzten 3 Wochen auch echt häufig gesehen. Also ich habe mir mal Overpass die auch viel. Tabelle so. Haben wir Kabel gesehen? Weißt du, Kabel haben wir selber nicht einmal? gecastet. Nicht? Oder einmal? Die erste Weiß Woche, es glaube ich, nicht. direkt, oder? Also, da gehe ich mal Meine gerade ins auch. Bracket rein. Schau doch mal nach, Mensch, wo du gerade dabei bist. Also ich mache Gruppe 1 und du machst Gruppe 2. Dann geht Achso, es ein ich bisschen gucken kurz. schneller. Ach, fix durchschauen, das können wir natürlich machen. Meinst du jetzt in der ersten Einmal Woche? schon. Nee, erste Woche hat zum Oder oben? Beispiel UBT gegen Bielefeld haben die gespielt. Cash Mirage haben wir da gecastet. Okay. Also wurde Kabel gespielt. Ich sehe es gerade sogar in der ersten Woche zweimal in der Ja. Gruppe 2. Ja. Nur wir haben Gruppe es halt 1 nicht auch zweimal. gecastet. Was ich aber noch gar nicht gesehen habe, also wir haben ja auch ein bisschen, wir kommen ein bisschen die Picks und Bans auf dem Discord nebenbei mit. Ich habe kein Nuke gesehen. Also weder, gut, klar, gebannt, aber weder gepickt noch on stream haben wir das behandelt. Das finde ich, möchte ich sagen, ich mag Nuke selber überhaupt nicht. Vor allen Dingen eben die neue Umsetzung davon. Deswegen finde ich es irgendwie ganz lustig. Aber ich meine, kein einziges Nuke. Wobei ja mittlerweile auf dem neuen Nuke, auf dem Reworked halt auch wirklich schon häufig jetzt auf den letzten Turnieren gespielt wurde. Ja, Und gerade dadurch auch jetzt die im ganzen EPL, Smokes ja. bekannt sind und so. Also dadurch hat man ja auch in dem niedrigeren Elo-Bereich einfach auch mehr Möglichkeiten, so eine Map zu eröffnen. Also die Smokes sind ganz relativ simpel eigentlich, so wie jeder andere Smoke irgendwie auf Mirage oder so auch. Die man einfach mal ein, zwei Mal übt, peilt man es an, im Matchmaking muss halt gucken, dass es mit dem Server-Tick passt alles. Und dann schmeißt man die da und dann liegt die da auch. Also fertig. Das kriegt man relativ easy hin. Also bei so einem Rework sind es ja gar nicht so viele Smokes meistens, weil viele Smokes ja auch noch funktionieren, die vorher auch schon funktioniert haben. Auf Nuke wäre es jetzt zum Beispiel die Outside-Smokes. Die Ja, lagen ja vorher genauso. die Also. musst du jetzt nur minimal anpassen, das stimmt. Genau. Was? Ja, sorry. Ja, nee, sorry, das war's eigentlich. Mehr wollte ich nicht dazu sagen. Ich finde halt nur so ein Rework eröffnet halt so ein paar neue Möglichkeiten einfach. Und ich finde es ganz cool, deswegen finde ich schade. Also ich spiele Nuke auch nicht gerne. Ich finde die Map immer noch ein bisschen zu, weiß ich nicht. Bisschen CT-lastig, muss ich sagen, immer noch. Aber es kommt mir auch immer nur so vor, weil, glaube ich, viele Leute auf CT auch einfach besser spielen können. Ist ja, glaube ich, so auch das Verhältnis, dass mehr Leute CT besser spielen als T. Einfach Ich weil man weiß es passiver nicht. spielen muss, ist einfach so, oder? Ja, also das Ding ist, ich muss sagen, ich habe nichts gegen Nuke als Map selber. Ich habe sie auch vorher gespielt und vorher war sie ja wirklich, wirklich stark CT-sided, so wie viele andere Maps früher. Das finde ich nicht so wild. Was mich persönlich daran stört, ist einfach, was Valve also ich meine, wenn sie mal Öffentlichkeitsarbeit betreiben, dann ist das so im Sinne von, hey, wir machen zum Beispiel keine 128-Tick-Server, weil wir unbedingt CSGO der breiten Masse zur Verfügung stellen wollen und das heißt auch eben die Low-End-PCs abdecken wollen. Also sprich PCs, auf denen, sagen wir, keine 60, 70, 80 FPS zusammenkommen, die wären zum Beispiel in dem Fall mit 128-Tick wohl angeblich überfordert, also 128-Tick-Matchmaking-Servern. Das sagt man auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich persönlich habe mit einer GTX 79 und mit einem i7, was auch immer, also mit einem sehr guten CPU noch dazu, auf Nuke, auf Inside 80 FPS. 80, das kann nicht sein. Ich habe auf Dust 2 400, klar, Dust 2 zeigt jetzt nicht viel an, aber auch auf dem neuen Inferno, was mit ähnlichen Models und ähnlichen Textures reworked wurde, also Inferno sieht ja fast genauso aus von der Art her, habe ich auch um die 200, 300 FPS. Also klar, die ganzen neuen Maps sind alles ein bisschen aufwendiger, sind ein paar mehr Models insgesamt so drin, das kann ich verstehen, aber dass man so komplett die FPS in den Keller schrauben kann, also dass man letztendlich die Map so, ich weiß nicht, ob das also zu viel reingehauen ist, zu viel an Sachen reingehauen ist oder Schlecht was da kodiert so der vielleicht Grund auch ist, einfach. ob da irgendwas genau schlecht kodiert ist, was es sein soll, ob irgendein Model Kacke ist, ich habe keine Ahnung. Dafür bin ich kein Game Developer oder ITler oder was auch immer. Aber das ist, ich finde diese Aussage zu sagen, ja, hey, wir wollen uns um Low-End-PCs kümmern und wir wollen unbedingt halt eben unser Spiel der breiten Masse zur Verfügung stellen und dann eben solche FPS-Drops zuzulassen, das finde ich an Nuke. Deswegen spiele ich Nuke einfach aus Prinzip nicht, muss ich sagen. Das ist echt das klingt immer doof aus Prinzip, aber das ist so mein Hauptgrund. Deswegen mag ich Nuke nicht mehr. Das ist, ja.
So. Ich sehe gerade, du hast ein bisschen noch mit den Genau. Teamvertretern geschrieben. Ich glaube, wir haben bald dann ein Match. Genau, Sehe ich das also richtig? der letzte ist gerade angekommen. Es tut ihm natürlich leid, uns tut es natürlich auch leid. Kommt immer mal wieder vor, wenn die Bahn mal nicht kommt. Ist immer so. Also es müssen ja auch Leute nicht nur mal bis 5 in die Uni, sondern vielleicht auch mal bis 8. Deswegen kommt man vielleicht auch da nicht ganz so schnell weg. Aber der letzte ist gerade aufs TS gekommen und die starten jetzt den Client und dann geht es auch sofort los. Max, hast du mal in den Chat geschaut? Da Ja, habe wird sich ich. gefragt, ob du einen Bademantel Nein, ich habe anhast. keinen Bademantel an, ich habe einen Pullover an. Das wäre Ich der kann dir das Hammer. auch sonst nochmal hier nochmal Das so. wäre Hier der sieht man Hammer. das. Was Das will ist ich ohne kein Bademantel Bademantel, Tim, sein? aber wenn du mir Ach, ist natürlich ja so einen geil. geilen Bademantel schenken möchtest in der Farbe, kannst du das natürlich gerne tun. Dann trage ich den auch auf dem Finale nach dem Game. Das wäre geil. Das wäre. Na, dann, also wenn du mir so Aber einen nur in mit so einer Adiletten. Farbe, in diesem Türkis, wenn du mir einen Bademantel besorgst, Tim, dann ziehe ich den nach dem Cast an und laufe den ganzen Abend damit rum. Ist das geil? Ah, Mann, das, also ich wäre dabei. Wir wollen noch ein Ja. Crowdfunding erstellen. Dann machen wir uns noch so geile Sticker da dran. Ja, so wie Anders hier Wir diese, ändern das. So schön ein paar diese, Buttons, ein paar ne, CSGO-Buttons. das wäre Und der dann geht's Hammer. los. Das wäre stilvoll. Und Ja, damit auf dann im jeden nächsten Fall. Pub aufschlagen. Was auch immer. Sagen. So, wie sieht's aus mit der IP? Ich glaube, die müssen uns erstmal die Channel erstellen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was erwartest du denn? Wir haben ja jetzt hier ein Playoff-Duell, sag ich mal. Also für beide ist der Sieg hier sehr relevant. Beide sollten am besten aus ihrer Sicht mit einem 2-0 rausgehen. Was erwartest du denn? Wer wird ein bisschen stärker sein oder wer? Was glaubst du denn, wer hier stärker sein könnte? Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Ja, ich schaue gerade die Matches an, die bis jetzt schon gespielt haben und was für eine Ratio die an Win-Loss haben. Und ich muss sagen, also die Tabelle sagt jetzt gerade auch nicht so super viel aus. Die liegen echt eng beieinander. Also Clausthaler Coolcats hat eine Score-Difference von 36 im Plus und Dortmund hat 32. Also das ist schon sehr nah beieinander. Und auch, wie gesagt, die Punktzahl, wir hatten es eben erwähnt. Und auch wenn die Tabelle nochmal haben wollt, die Commands ist, glaube ich, einfach Strich CS Ausrufezeichen CSGO. Könnt ihr die Tabelle mit aufrufen und euch da so ein bisschen durchklicken. Und da ist ein Punkt Unterschied halt. Und Dortmund hat danach halt noch ein Spiel. Also, ich weiß Kann es noch nicht. alles Also, ich denke, es passieren, ist sehr ausgeglichen heute auf jeden Fall. Hast du denn eine Stadt oder eine Uni, die du mehr favorisierst? Warst du schon mal in Clausthal oder in Dortmund? Ich glaube, ich Nee, war. also in Ich glaube, ich war Dortmund, mal in also ich muss Clausthal. sagen, so vom reinen Aussehen her ist Not oder Elend halt. Ne? Muss man das durch Uni, Leute, aber das sind jetzt, ich kenne beide Städte, ich finde sie nicht schön. Meinst du so eine klassische Prediction, die wir sonst immer abgeben, oder was möchtest du jetzt von mir haben? Ja, einfach mal eine Prediction. Einfach irgendwoher müssen sie ja kommen. Ich hätte jetzt gesagt, entweder aus Schönheit der Stadt oder einfach nur aus Coinflip raten. Was glaubst du, was hier sein könnte? Weil wir können es ja echt nicht wirklich so richtig predikten, weil eben die Teams so aneinander sind. Ja, also ich finde es. Also ich würde da mal so ganz klassisch ein 1-1 tippen von den Maps her, aber jeweils auch, wie ich es denke, also dass die bei den eigenen Picks ein bisschen stärker spielen werden, wobei es einfach typische Standard-Maps sind, die eigentlich jeder gut drauf hat, wenn man ein bisschen organisierter im Team spielt. Deswegen finde ich das immer schwer, da die direkte Prediction jetzt abzugeben, aber die werden sich ja bei den Picks auch was gedacht haben oder halt einfach dann so, hey cool, das ist noch über, das nehmen wir dann jetzt halt. Das kann sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt den ersten Pick von Dortmund, also von Ace Dortmund. Ich würde sagen, Ace Dortmund. Und ich glaube, das ist auch so gewollt im Chat. Ich glaube, hast du irgendeine Antwort gesehen? Was? Da steht Go Ace. Das nehme ich jetzt einfach. Deswegen ist es für uns jetzt Ace Dortmund. Wir können jetzt, glaube ich, bald auf die Map. Seid ihr schon drauf, liebe Regie und lieber Max? Funktioniert das bei euch? Wollen wir es mal Ich probieren? bin gerade am Connecten und schließe nebenbei gerade noch ein bisschen Chat. Genau. Also auf jeden Fall jetzt. Ach ja, ich muss. Ich hoffe, du musst auch. Du weißt, dass du die IP verändern musst. Also anstatt hinten den Port 15, Ja, 20. Gut. also Gut. hast du mir jetzt schon so geschickt, Jetzt, oder? nee, ist Nee, ohne. dann Oh, mich schick's haben sie. einfach wieder. Natürlich, Vielen nickt in der Dank. IP. So, ich komme auf die Map auf jeden Fall rauf. Overpass, Dortmunds Pick. Was hast du jetzt? Wir haben das nicht, keine Zahl gesagt eben gerade, oder? Was 1-1 den Score hätte ich jetzt von angeht. den Maps her gesagt, 1-1? aber ich finde es für die Maps selber jetzt schwer, eine Prediction irgendwie Okay. abzugeben. Die Teams liegen so nah beieinander. Es könnte echt enge Matches werden und vielleicht sehen wir dann auch mal noch eine Overtime. Ich glaube, ich sage sogar 2-0 für Ace Dortmund tatsächlich. Weil ich glaube, dadurch, sie haben, meine ich, ja nur einen Punkt weniger, weil sie eben auch ein Match weniger haben. Beziehungsweise sie können sogar 2 Punkte mehr haben. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich sage einfach 2-0. Einfach nur, um auch ein bisschen was anderes zu sagen als du. Ja, dann, ja Das. gut. Ja. Das nehmen wir dann einfach mal so an. Und ich connecte gerade auf den Server. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin drauf.
Es dauert noch Bist ein du bisschen, auf sind wohl und noch nicht alle drauf. Liebe Regie, sind wir auch drauf. Live können wir anfangen zu streamen und zu casten. super. Sehr Ah. gut. So. Deswegen Wir hier müssen noch erste ein Map paar. Overpass. Genau. Wie gesagt, erste Map Overpass. Starten wir gleich mal direkt rein. Ich bin mal gespannt. Lifefront ist ja halt immer der kleine Decider, aber es wird wie immer laufen. Man stichelt sich so ein bisschen ab. Entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und ich denke halt auch, das Gewinnerteam wie immer die CT-Side picken wird. Ja, es ist immer noch die deutlich stärkere Seite hier auf der Map. Und ja. Und Liebe daher Regie, warten. können wir nochmal eine Anweisung bekommen? Oh Gott, ich muss das echt ein bisschen Spiel leiser machen. Ich höre hier nichts. Ich höre nicht mal das gerade. So, jetzt nochmal. Jetzt höre ich alles wieder. So. Lieder kommen langsam drauf. Wie gesagt, es tut uns leid für die Verzögerung. Kommt halt mal vor. Wir sollten auch in-game sein. Und mittlerweile sind drei Leute von Clausthalern da und von Ace Dortmund sind schon zwei da. Und die Jungs werden auch, glaube ich, jetzt sehr, sehr schnell noch connecten. Genau, ich sehe gerade im Chat die Frage, Lukas und Max, von woher kommt ihr beiden denn? Ich bin aus Braunschweig und Max, du kommst oder wohnst jetzt in Was Mönchengladbach, glaube wollt ich, ihr jetzt den ne? Studienort wissen oder? Ja, also den Wohnort, glaube ich, reicht Ah, jetzt. den, ich wohne in Würzburg, also ich studiere hier. Genau. Deswegen hast du das denn im Chat gelesen, lieber Lukas? Ich vom Pat Maxo, der. Hey Hofen, wo kommt ihr beiden denn? Ah. Zwischen dem ganzen Geflame, das hier ein Zwischen dem bisschen. ganzen Geflame da oben. Nice. Sehr schön, ja. Naja. Wie gesagt, seid freundlich zueinander, Leute. Es geht uns Genau. ja hier immer noch um Fair Play. Und von daher behandelt euch, habt euch lieb. Mach mal auf so ein Herz gerade noch im Chat. Oh, wenn wir, können wir ein Herz, kannst du ein Können Herz wir hypen? so ein Kann man ein Herz Herz spielen? hypen? So ein Herz-Hype? Bam! Herz. Oh, Der nice! Hammer. Das mache ich auch direkt. Das ist schon cool. Herz-Hype. Aber währenddessen geht hier die Knife-Run los. Achso, okay. Dann gehen wir mal lieber wieder in-game. Also, wie gesagt, siebter Spieltag. Clausthal gegen Ace Dortmund und es geht in die Knife Road. Spielplatz. Okay, ich muss aufhören, den Chat zu lesen. Das ist schon wieder zu viel. Genau, es wird hier ein bisschen rumgeneift. Sieht gerade ein bisschen aus, als hätten die Dortmunder die Wahl. Wobei, Klaus Dahler haben noch Full AP beide. Ja, und Kann man Dortmunder nicht sagen. Jetzt nur noch Daniel vermutlich. Vermutlich Daniel einfach nur vielleicht. Daniel. Aber Daniel Oder knifet sich hier auch Daniel ist, zum. vielleicht ist auch eine Da Frau, man weiß es Daniel, nicht. natürlich. Auf jeden Fall holt er oder sie, Daniel, die Runde. Und damit ist die Seitenwahl bei den Dortmundern. Wobei ich sehe gerade, die Clausthaler haben gerade noch einen Spieler verloren. Die waren irgendwann noch zu fünft. Sind nochmal, glaube ich, Ja, ich glaube, da pausieren. kommt. Da ist Ja, jetzt auch genau, schon der die Pause Pausemund. gleich, ja. Ja, sehr gut. Da warten wir kurz auf den Reconnect, aber dann können wir wirklich endlich mal reinstarten. Und ich freue mich wirklich auf das Match, einfach weil es ein Decider sein kann. Also sei es jetzt für Bielefeld oder halt für Clausthal oder für Dortmund. Absolut für beide. Teams hängt hier sehr, sehr viel dran. Beide wollen hier auf jeden Fall gewinnen, damit sie auch eine Chance für die Playoffs haben. Und deswegen glaube ich, wenn wir ein spannendes, oder ich hoffe mal, dass wir ein spannendes Match sehen werden. Aber jetzt sehen wir erstmal nochmal eine Pause, weil noch einer der Clausthaler fehlt. So ist es nun mal. Steckt, ja. Hashtag Change Me. Ja, es ist. Ja, es ist nun mal so. Wir können es momentan leider nicht ändern. Das Genau. tut uns leid. Und aber wir werden mal gucken, ob wir in Zukunft vielleicht irgendwas anders finden könnten, was auf jeden Fall für alle Seiten angenehmer läuft, performance-technisch, so mit den Pings, FPS. Meistens habe ich ja nur von Ping-Problemen gehört, aber wie gesagt, es steht der Spaß im Vordergrund und wir starten rein in die erste Runde. Wie gesagt, der Knifefront-Gewinner hat sich hier die CT-Side gesichert. Und damit geht die erste Runde los. Also ich glaube, so taktisch wird vielleicht so ein kleiner Midrush angespielt oder Connector Rush. Ist eigentlich immer sehr beliebt auf Overpass. Man hat aber nur eine Smoke, ich verstehe nicht, warum irgendwie weniger Geld ist, aber gut, das müssen wir uns gleich mal anschauen. Ne, einer hat einfach nicht gekauft. Der hat einfach nur eine Glasglocke, okay? Das ist mal was Interessantes, aber währenddessen wird hier Morkan in der Toilette zurückgepusht, kann noch einen Frag aus und wird dann getradet und YZW pusht hier auf die Side und sie sind ziemlich einfach draufgekommen. Also die Bombe kann gelegt werden und es ist jetzt erst ein einziger Frag von den Dortmundern gefallen. Ja, jetzt kommt allerdings. Wie heißt der Mann? Slack. Ich musste erstmal lesen auf der Flank. Genauso Blink und Bink und die werden beide rausgenommen. Was ist das hier? Dieser Retake funktioniert ja gar nicht am Anfang.
Nee, absolut nicht. Also ich habe sehr unkoordiniert zusammengespielt, aber auch wirklich alles sehr gut gecovert von den Jungs, von Clausthal. Muss man sagen, der Take war schon schön und der kriegt ja jetzt noch einen schönen Headshot, aber ja, viel kann man da nicht mehr machen gegen drei mit dem Plant halt für die Toiletten. Damit ist die erste Runde auch gelaufen und die geht an Clausthal. Sehr schön gespielt, WP. So, du musst mir mal helfen, den einen herrlichen Namen von den Klaus-Zahlern auszusprechen. Sollen wir YZW3 oder YZW einfach nur sagen? Oder sollen wir da noch ein paar Vokale irgendwo einfügen? Ich bin da nicht. YZW3 ist, glaube ich, okay, oder YZW. Aber das Kann er ist ein vielleicht, Karsten. ja, machen wir YZW, würde ich sagen, oder? Ich würde auch sagen, YZW, das kriegen wir Genau. hin. So, wir starten in die zweite Runde. Die läuft schon ein bisschen. Klassischer Pistol-Buy mit so ein bisschen Kevlar dazu. Gegen halt die typischen Geldwaffen für die zweite Runde. Halt UMP, eine MAC-10 und aber eine AK zur Sicherheit noch reingekauft. Aber ich glaube, hier werden auf jeden Fall die SMGs vorgeschickt, um halt nicht so viel Money Loss zu erzeugen. Ich sehe aber eine Bison. Warum sehe ich eine Bison? Ich glaube, wir alles okay. Die Bison ist disconnected aus dem Spiel. Okay. Wir haben das tatsächlich sogar auch gemerkt. Eine Bison ist nicht gut. Das ist einfach immer noch die schwächste MP mit Abstand. Aber gut, die anderen MPs machen hier ein bisschen Arbeit. Auch die AK. Es wurden ein paar Kills getradet. Jetzt ist es eine 3 gegen 3 Situation. Und es wird wohl langsam auf die B-Side verschoben. Die Bombe schleicht da mit zwei anderen Teammates durch. Jetzt geht es über kurz auf die Side. Und ich glaube, die Dortmunder haben da absolut keinen Fokus für. Die stehen hier alle noch auf der A-Side, pushen jetzt durch die Toilets durch. Und jetzt haben sie es verstanden. Unten kommt eine Smoke, die Bombe wird aber schon gelegt. Und der Retake kommt jetzt tatsächlich mehr von hinten, von kurz, vermutlich. Ja, das auf jeden Fall, aber also der JZW3, wenn wir dabei sind, der hat auf jeden Fall auch noch einen Molotow, aber der Rappo Lasers, Rapo Triceps? Laser, ich weiß es. Triceps? Die Namen sind heute wieder top, da müssen Ja, wir uns wieder also anstrengen. der Rapo Laser auf jeden Fall, der kann das da mit der AK easy wegregeln. Ich glaube, der Postkommand kommt jetzt nochmal rein, weil die Jungs von Clausthal immer nur noch zu viert sind, obwohl die schon solide, glaube ich, die Runde geholt haben, obwohl sie nur zu viert waren, oder irre ich mich? Ja, ist absolut richtig. Der Spieler mit der Bison, der Thompson, ist eben gerade gedroppt am Anfang der Runde und sie haben trotzdem ohne Probleme, also einen Frag haben sie noch heimbekommen, aber dann safe die Runde runtergespielt. Gut, sie hatten allerdings auch den Waffenvorteil. Also es gab ja unter anderem auch eine AK und gerade die auf Rapo Laser, der hat da den Kurz-Lockdown komplett safe gehabt. So, jetzt allerdings vollkommene USPs, zwei P250s hier auf Seiten der Dortmunder. Und sie versuchen jetzt irgendwie diese dritte Runde umzukriegen, vielleicht ein, zwei Frags zu machen, vielleicht sogar ein AK zu saven, das wäre natürlich traumhaft. Wenn nicht, dann eben nicht, dann Hauptsache in die nächste Runde dann die erste Buyround. Ja, aber die Jungs aus Dortmund, die machen das ganz gut hier gerade. Konnten schon also eine Waffe auf jeden Fall schon ziehen. Der Nachteil ist halt immer, man hat keinen Man-Vorteil und der Morkan, der kann da durch die Wand spotten. Aber aufpassen, dass er da nicht gewallbankt wird, weil da die AK vorsteht. Und vor allem die AK hat da einen großen Vorteil gegenüber der P250, was das Wallbang angeht. Ja, was, wie viel Schaden macht so die P250 dadurch, so diese Holzwand? 10 Ich, vielleicht? ja, was sagen ich, die genauen Zahlen kann ich nicht, aber ich schätze mal um die 10. Nicht viel. Headshot natürlich, sagen wir 50 oder so, aber. Ja, eine AK macht ja fast vollen Damage, glaube ich. Ja, 98% so die Ecke. Und der Mokkan, der hat das Equip gepickt, fängt sich dann nachher eben, mollet den LKW wieder raus, aber die Jungs, der hat das safe gepickt, der Leiter, der Winkel kann auf ihn holen, da muss er echt mit dem Spray aufpassen. Und irgendwie auch immer haben sie es geschafft, mit den Pistolen hier gegen die AK sich durchzusetzen. Jetzt ein Rapier in den Zeiten Morkan und im Spray-Duell gegen den Binke. Binke hier mit der USP versucht noch die letzten 20 HP von Rapier Laser zu klauen und er schafft es. Mit USPs Ja. und 2 P250s haben sie hier die Runde geholt. Das ist natürlich großartig. Das vor allem gegen fast Full AKs. Also das ist schon beeindruckend. Damit gewinnen sie jetzt hier eine Runde sozusagen früher als erwartet, weil man erwartet natürlich erst die nächste Runde zu gewinnen und noch nicht unbedingt diese Runde. Ja, das war auch eigentlich echt eine unnötig abgegebene Runde. Man hätte eigentlich noch ein bisschen länger tanzen können auf jeden Fall. Um die Box rum. Auch gerade mit dem Reload mit der AK. Der Spray war ein bisschen daneben gesetzt. Der erste war schön, der da auf dem Boost erschossen wurde. Der zweite war halt einfach eiskalt daneben gesprayt. Oder vielleicht auch einfach, man hätte auch vorher schon reloaden können. Aber ich finde, man hätte einfach mehr Zeit rausholen können. Also wenn man im Endeffekt dann gestorben wäre, dann wäre man nachher vielleicht noch gestorben. Aber man hätte es richtig gespielt, in meinen Augen. Absolut, vor allen Dingen auch, weil du in so einer Runde nicht erwarten kannst, dass die CTs, wenn sie nur USPs haben, auch ein Deathkit haben. Also hätte man da nur auf die 10 Sekunden runter spielen müssen, also die Zeit runterlaufen lassen müssen. Aber gut, so ist es nun mal nicht gewesen.
Die Runde ging hier in die Hände der CTs und jetzt haben wir eine richtige Rifle und wir haben sogar auch eine AWP auf Morkan, der sich damit hier auf der von der B-Side gerade auf die A-Side wieder zurückfischt. Also vier Mann auf der A-Side mit Morkan und der AWP. Das ist eine deutliche Deckung, aber währenddessen scheint es auch zu funktionieren. Quinn hier mit einem kleinen aggressiven Push und kann Apoptose gleich als First Track hier rausnehmen. Ja, schön reingeflasht, super gespielt. Dafür sind die Kante bekannt. Kann er das, das Duell kann er leider nicht gewinnen. Der Rapolaser holt ihn da raus. Muss schauen, dass er den Ding nicht auch hinterher einkassiert, aber der hat den armen Thompson wieder abgeholt. Der hat entweder Disconnect oder Tode bis jetzt reingedrückt bekommen. Aber Slack holt sich da den nächsten Spieler auf Short. Jetzt ist es eine 4-2-Situation. Die CT ist hier anscheinend doch ziemlich stark auf ihrer Map. Es ist ja auch der Pick der Dortmunder und ihre CT-Deckung scheint das hier zu beweisen. Man steht recht safe, man hat zwar Aggression bzw. aggressive Pushes, aber die scheinen bis jetzt richtig krank sein. Natürlich können wir nicht so viel sagen, es ist ja erst die vierte Runde, aber bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Hier Bink mit einem schönen Duell gegen den Rapolaser und kann das auch gewinnen. Jetzt ist nur noch YZW mit seiner AK gegen vier Dortmunder, vier wütende Dortmunder mit auch voll equipped. Ich glaube, er geht eher safe, vor allem mit 14 Sekunden auf der Uhr. Das wäre auf jeden Fall die richtige Wahl, weil letzte Woche und vorletzte Woche hatten wir schon häufig irgendwie so Überzahlsituationen, wo da nicht saven gegangen ist, dass ich eigentlich wirklich nie richtig verstanden habe, aber hier wird es richtig gespielt. Wir sagen, Jungs, die Runde ist vorbei, ist doch die LK einfach noch durchbringen, obwohl Geld vorhanden ist für einen Buy. Aber die gesavte AK hilft da auf jeden Fall schon ganz gut bei. Absolut, jetzt haben sie noch halbwegs die Möglichkeit, einen Tech-9 AK-Force zu machen. Das sieht aber nicht so aus, als würden sie es tun. Sie sagen, okay, wir spielen das lieber ganz safe. Drei P250s wurden hier verteilt. Einer bleibt sogar noch auf Glock, der liebe Apoptose. Man hat noch die paar Nades, die gesaveten Nades von YZW. Und ich schätze mal, wird jetzt hier ein bisschen was rushen. Anscheinend ein, zwei Leute Richtung A weg. Thompson kann hier auch mit seiner Pistole gute Arbeit richten. Allerdings Morker mit der AWP ist noch nicht zurückgefallen. Kann den ersten Track rausnehmen mit der P250. Den nächsten P250 nicht den dritten. Maestro ist hier siegreich gegen ihn. Die AWP wurde jetzt auch in die Hände der Klausthaler gespielt. Wobei, sie haben sie, glaube ich, noch nicht gefunden. Ich sehe sie nicht rechts an der Seite. Nein. Haben sie wohl nicht ganz entdeckt. Wie du machst, sie hätten auf jeden Fall jetzt Kontrolle über die AWP, haben jetzt auch vor allem Kontrolle über die Side. Aber Tose legt hier einfach vor den Augen vor Binke. Das verstehe ich nicht. Er hat den Spieler doch vorher gesehen. Er legt wieder ganz entspannt. Das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Jetzt ist nur noch Maestro. Er hat die gesavte AWP. 1 gegen 3 Situation. Sieht den ersten, kann Slack rausnehmen. Den zweiten rechts piekt er. Kann ihn. Hat er ihn gehittet? 27 AP. Ich weiß nicht, ob der vorher schon. Ich glaube, es war ein Legshot durch die Wand, ja. Ich würde auch sagen, es war ein Hit. Und jetzt ist es 50 Sekunden noch fast auf die Uhr. Binke und Quinn gegen Maestro. Maestro mit der AWP. Ja, und das ist jetzt eigentlich ein sehr einfacher Spot, wenn die Bombe da von dem LKW down ist. Da kann man das eigentlich super easy als CT deffen. Und ja, wenn sie jetzt nicht pieken, wenn einer von den beiden einen kleinen Fehler macht, so wie Binke jetzt fast, die AWP natürlich bestraft sowas, wenn da jemand ins Sichtfeld kommt und in der Reaktionszeit von Maestro einfach stehen bleibt, dann drückt der natürlich ab und sagt sich, hey, danke, den Kill nehme ich mit und dann ist eine 1 gegen 1 Situation. Jetzt ist noch fast 20 Sekunden auf der Uhr, die Bombe liegt auf der Side. Er muss jetzt einen der beiden Spieler langsam mal sehen. Aber die zeigen sich jetzt nicht mehr. Noch Quinn einmal ganz kurz, der hat ihn jetzt gespottet. Hüllt hier in den Scope und Quinn zieht dann einfach safe rum. Schön safe runtergespielt. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass sie hier ein bisschen overpeaken und dann gegen die AWP einen Frag weggeben. Aber dann haben sie doch die Kontrolle über die Situation übernommen und das safe runtergespielt. Ja, genau. Also es war sehr ballsy auf jeden Fall, da im letzten Moment nochmal mit der AWP nochmal vorzugehen. Aber ich finde, ein schöner Move, also dass sich da auch was getraut wird, auch 1 gegen 2. Ich glaube, er hatte auch keinen Kevlar, ne? Also deswegen hat er auch eben gerade Aim Punch bekommen, oder? Ja, das kann gut sein. Also ich habe nicht genau darauf geachtet, aber es war ja eigentlich eine fast Full-Eco und er war nicht derjenige, der ihn gerade gesaved hatte. Also es kann gut sein, dass er da... genau, und deswegen, also finde ich das schon auf jeden Fall nice, wenn man solche Aktionen auch mal anbringt, aber im Endeffekt hat es ja nicht viel gebraucht, außer dass man die Arbeit verloren hat. Eigentlich war es ja eine starke Eco von den Klausthalern. Ich meine, sie hatten nur die eine gesavte AK, ansonsten P250s und lassen es auf eine 2 gegen 1 Situation runterkommen. Das war schon nicht schlecht, auf jeden Fall, das kann man sagen. Aber jetzt hier ein schöner Winkel von Morkan, den piekenden Rapolaser raus. Den Thompson allerdings mit der ersten gekauften AWP, der Dortmunder hier. Der erfolgreich war Morkan. Morkan piekt hier sehr, sehr gut, hat die A-Side sehr safe, kann Thompson die AWP-Spieler rausnehmen. Jetzt sind es nur Apoptose und YZW. Die sagen sich, A-Side, da steht so eine AWP. Gehen wir da jetzt wirklich hin? Haben erstmal die Bremse angezogen. Ja, das ist, vor allem der Thompson, der läuft da relativ häufig einfach so in ein freies Schussfeld rein, ohne gecovert zu sein oder ohne sich einzuflashen. Das tut dann einfach weh, wenn man deswegen direkt eine AWP verliert. Und vor allem auch die Man-Advantage verliert damit. Und das ist gerade ja
finde ich auch als T, wenn man dann so zusammenspielen muss, auch sehr wichtig. Um erstmal Ja, auf die Zeit absolut. zu kommen, natürlich, ne? Darum Absolut, geht's ja. ja. Und von daher werden, glaube ich, die Jungs aus Dortmund sich das jetzt nicht mehr allzu nehmen lassen, weil der Morka, der hat auch die letzten Runden gut umgeschossen, aber der Y ZW 3, der holt da den Frag gegen den Binke und damit ist der Plant durch auf der B-Side. Also noch nicht ganz, aber er wird durchkommen. Da ist der Plant. Da fliegt noch der Molotow hinten. Vergesse mal, wie die Position da hinten heißt, Lukas. Oh, ich weiß es auch nicht. Du bist hier der Europaspieler auf Ach jeden so, Fall. ja. Kann Morkan mit seiner starken AWP in Apoptose erst taggen und ihn dann auch noch beenden, den Kill. Jetzt ist YZW alleine und ich glaube, Quinn zieht das einfach durch. Ich glaube, der bleibt einfach sitzen. Ja, und da haben sie keine Zeit mehr. Das kann er schon fast vergessen. Schön, Pros don't fake und sind auch hier wieder safe auf der Bombe geblieben. Defuse-Kit erlaubt das. Erlaubt dann 5 Sekunden zu defusen. Und das war auch einfach richtig gespielt. Also auch schon wieder fast eine gute Runde geworden, beziehungsweise keine schlechte Runde geworden von den Klaustalern, aber es hat wieder am Ende so ein bisschen, ein kleines Stückchen gefehlt. Genau. Das, was sie in den ersten zwei Runden gut umgesetzt haben und das auch teilweise wirklich nur zu viert, daran hapert es hier gerade so ein bisschen. Also die kommen, glaube ich, auch gerade auch gegen diese aggressive Spielweise hier von Morkan, hat man ja eben gesehen. Der hat einen 3K letzte Runde gemacht. Einfach unglaublich aggressiv peaken, überall Close Angles stehen. Das ist so ein bisschen so ein JW-AWP-Spielen hier auf der Map gerade, was er da Ja, macht. also sehr, sehr überzeugend auf jeden Fall. Jetzt ist hier auf jeden Fall auch ein Slag auf der B-Side, kann einen rausnehmen, wird dann rausgenommen von Apoptose. Ich würde sagen, das hat sich schon gelohnt. Jetzt hier wird noch ein bisschen durch die Smoke gesprayt. Quinn gegen die beiden Spieler aus der Smoke und das ist ein schöner und vor allen Dingen wichtiger Spray. Und kann jetzt zwei Spieler rausnehmen und kann Rapplaser dahinter der Smoke ein bisschen trappen. Das war eine super wichtige Runde, beziehungsweise super wichtige Rapplaser rusht jetzt einfach durch, kann Quinn sehr fragen, sieht den, kann ihn sogar auch fragen. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass er sich da nicht einfach zurückgezogen hat. 2-2 jetzt wieder. Also dann im Duell gegen YZW, beide lassen sich da nicht so richtig fragen. Die Flash kommt ein bisschen nicht ganz dahin, wo sie wollte, glaube ich. Man beruhigt sich jetzt wieder. 50 Sekunden noch zu spielen. Aber die Bombe und die beiden Spieler der Klausthaler sind nun mal jetzt bekannt. Eigentlich auch, glaube ich, beide Dortmunder hier. Morkan ist nicht ganz bekannt, deswegen kann er sich hier gerade auch den ersten Frag direkt sichern. Der YZW3, der muss jetzt hier schauen, dass er im richtigen Moment jetzt den Frag setzt, bevor er rauszieht. Aber Morkan spielt echt Also, souverän. Also die letzten zwei, drei absolut Runden stark, ja. sehr, sehr gut. Und ich glaube, der Binke war das gerade eben. Nee, der Quinn, der eben gestorben ist im Wasser, der konnte sich nicht zurückziehen. Lukas, der hatte keine Munition mehr. Der war im Reload. Ja gut, wechseln Deswegen. können hätte er ja trotzdem. Also ja, du hast recht, der hatte dann keine Muni mehr, konnte nicht mehr weiterschießen, aber er hätte zumindest irgendwie auf Side zurückgehen können. Also das meine ich damit. Er hat jetzt safe zwei Frags gemacht und dann lieber zurückspielen. Vor allem hat er auch Backup schon da. Morkan war ja schon da zu dem Zeitpunkt da. Also Ja, hätte er genau. machen können, aber bei so einem starken Aiming von Morkan, der hat dann einfach die Runde letztendlich geklatscht mit seiner AWP in der zweiten Situation. Wird sich jetzt auch hier wieder beweisen, wie der Quinn die B-Side halten kann, aber das muss es nicht, wenn Morkan einfach so stark weiterspielt. Quinn jetzt hier auch noch mit zwei M4-Packs. Die beiden halten jetzt die B-Side. Beide fallen allerdings, Binke jetzt auch noch und jetzt ist es auf einfach nur noch an Slag und Azidan, diese B-Side hier zu bzw. zu halten. Die Bombe liegt noch nicht. Und Slag kommt schon von hinten. Das war wieder sehr schneller Flank von den Dortmundern. Und auch wieder fast, also am Anfang sah es noch einen sehr guten Halt aus von den beiden Spielern noch auf der B-Side. Aber dann kam dann doch die Manpower der Dortmunder hier durch, der Klausthaler hier durch. Ich verwechsel das noch. Das darf nicht passieren. Da muss ich mir mal helfen. Also noch. Ich bin Das ist kein Problem. Also, ja, wie gesagt, sehr schön gehalten am Anfang. Der Rush wurde ein bisschen verzögert, einfach auch durch die Brand, die da lag. Das war ein bisschen unkoordiniert, weil ich glaube, der Thompson ist alleine durchgelaufen. Konnte da zwar nicht unbedingt einen Frag setzen, auf jeden Fall den Spieler andinken. Also der Spieler da an der Barrel-Position hatte auch, glaube ich, wirklich nur noch 10 HP, wenn ich mich richtig entsinne. Und der Morkan, der geht hier wieder absolut aggressiv vor die B-Side vor und readet da vielleicht auch den B-Rush wieder richtig. Kann leider keinen Frag setzen. Jetzt müssen die Jungs schauen, dass sie es richtig halten. Also der Winkel, der setzt da den ersten Frag. Sehr schön. Der Morkan ist da blind, aber der Shot hätte sich vielleicht sogar noch gelohnt. Der muss aber aufpassen, dass er die AWP jetzt hier vorne nicht weggibt. Weil die Terroristen momentan sehr passiv stehen und da misst er den Shot leider auch. Ja, absolut, aber ich finde sowas, es macht mir sehr viel Spaß, dem Mann zuzugucken, dem Morkan. Also aus was für Positionen er hier peakt, zum Beispiel die Position kurz vor der A-Side, wo er eben der Connector gepeakt hat, vor, ich glaube, zwei der Runden war das. Und auch jetzt hier diese aggressiven Pushes mit der AWP, das gefällt mir richtig, richtig gut. Und der Junge kann es ja auch. Scheint eine sehr starke AWP zu haben, zumindest jetzt hier gerade in den Anfangsphasen der ersten Map. Und er überzeugt dann wirklich. Jetzt sind eigentlich drei CTs hier auf der B-Side gegen vier Ts, die auf diese Side drauf wollen.
erste CD fiel schon. Quinn ist down, Slack muss rotieren, Binky kann noch einen Frag rausnehmen. Jetzt sind es nur noch Azidan und Slack. Morkan ist zwischendurch auch gestorben. Die versuchen jetzt diese siebte Runde für die Dortmunder auf die Tafel zu holen. Genau, da wird klassisch mit einem Flank gespielt, also der Slack kommt von vorne, kann sich dann den ersten Frag holen, muss aufpassen, dass man wirklich jetzt diese Hölle, also die Hell-Position im Wasser checkt, weil das eine der beliebtesten Stellen ist, beziehungsweise sollte er seinen Mate eigentlich abchecken. Genau, da macht er, kommt der richtige Move, schön gewartet, super zusammengespielt. Jetzt muss man einfach nur noch den letzten Spieler abwarten und mit dem passenden Diffuse arbeiten. Die Smoke kann sogar noch gegen kurz geworfen werden, aber es muss jetzt auch einer diffusen. Einer guckt lang, er guckt wieder kurz und sieht den Spieler, wie er gerade aus der Smoke rauskommt. Schön gespielt, wurde noch ein bisschen knapp. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie sich da nicht einigen konnten, wer da jetzt diffusen geht. Aber ein schöner Retake, auch wieder safe runtergespielt. Und sie scheinen, also die Dortmunder scheinen gerade einfach ein Quäntchen besser zu sein. Die sind, also die kommen mir gerade, auch der Retake hat es gerade echt super gezeigt in der Runde. Das war super zusammengespielt. Es wurde nicht, also es wurde aggressiv einmal gepiekt, es wurde ein Frag gesetzt, aber dann nicht zu überaggressiv, sondern es wurde schön kommuniziert. Man hat gesehen, hey, der wartet auf seinen Mate. Und das hat in meinen Augen auch gerade die Runde gesichert. Und der Morkan, der geht da einfach wieder in den Connector. Und der Rappolaser, der hat da nicht mehr viel mitzureden. Der ist nämlich tot. Also Morkan hier wirklich. Wir können ja mal ganz kurz aufs Scoreboard schauen, liebe Regie. Er hat zwar nicht deutlich mehr Frags als der Rest seiner Teammates. Gut, Azidan da unten mit seinen 3 Frags, Morkan mit den 10 Frags ganz oben. Aber er hat sehr wichtige und sehr gute Frags gemacht. Viele First Frags und viele auch dann wichtig spät in der Runde. Und der Mann ist bis jetzt in diesen ersten, gut, mit dieser 10. Runde, in den ersten 10 Runden einfach mit der Stärkste. Und dann macht er schon wieder so einen wichtigen Frag. Thompson zeigt sich da nur minimal und wird gleich rausgeholt von Morkan. Es war ja nicht sein erster Frag. Den Rappolaser hat er im Connector genau. Ja auch so aus so einer schönen Off-Engel-Position geholt. Also das, was der AWP-technisch hier, auch wenn er ein paar Shots misst, aber das macht jeder, der auch gerade den Winkel, den er sich da wieder sucht, die Position ist einfach wirklich super. Und der spielt Overpass einfach unglaublich gut gerade mit der AWP. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir gerade von Overpass und AWPs reden, ich wollte gerade sagen, die TS haben noch 2 AWPs im Rennen von 3 Spielern, die sind allerdings beide jetzt gerade gefallen. Gegen den Angst und Push hier von Asian, Apotose kann ihn jetzt refragen, aber jetzt ist er alleine gegen 4 weitere Dortmunder und hat nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. Er sollte vielleicht langsam safen gehen, wobei er ist sogar schon bekannt, Morkan wartet, sieht ihn da hinten und nicht ins Gesicht, aber zumindest Frag. Morkan, wie gesagt, sehr stark, allerdings auch der Rest der Dortmunder hier einfach stark auf der City-Side. Ja, das muss man den Jungs lassen. Also die ersten Runden sah es wirklich nicht so gut aus. Aber trotz Disconnect kann ich nur nochmal erwähnen. Aber die letzten Runden rocken die auf jeden Fall gut. Und die spielen das auch super. Also es wundert mich auch, dass sie wirklich nur mit einer Ave spielen, weil man häufig eigentlich viele Leute mal Bock haben, eine Ave noch zu spielen. Und auf Overpass ist es möglich. Und Mokan, der peakt da wieder unglaublich aggressiv. Er wartet da wieder einen B-Rush. Aber es geht hinten komplett in den Garten auf lang zu. Und das könnte vielleicht sogar der richtige Call sein. Du hast hier einen der CTs in den Toiletten, der sich jetzt neben den Spielern. Da ist er, der Azidan kann den ersten Frag rausnehmen, hat dann aber schon wieder Probleme und wird von der Bison, die ich immer noch nicht mag, umgefahren. Thompson tauscht die Bison eigentlich sofort gegen die AK, das finde ich dann sehr gut. Jetzt sind die CTs langsam auf die A-Side rotiert, aber die Klausthaler pushen einfach raus, können den Frag hier gegen Quinn ziehen. Morkan sagt sich, ey, ich gehe da lieber zurück hinter die Smoke und gehe lieber safe und dann lass uns doch zusammen retaken. Slack kann hier sogar schon den ersten Frag nehmen und das bevor die Bombe auf dem Boden ist. Jetzt Binky mit dem nächsten Frag. Schon wieder 2 weitere Spieler down, das bevor die Bombe auf dem Boden ist. Jetzt ist die Bombe auf dem Boden, es ist nur noch Thompson. Der mit einer ganz guten Position vor der Bank, er wartet einfach, aber dann kommt Morkan von der Seite. Das verstehe ich schon wieder nicht, warum man es dann... Also es war doch, man ist gut auf die Seite raufgekommen, man hat den... Man Advantage und dann piekt man einer nach dem anderen und verliert diese Man Advantage einer nach dem anderen. Das weiß ich nicht, ob das jetzt wieder gut gespielt war. Ja, wie gesagt, das, was sie die ersten 1-2 Runden super gespielt haben, sprich, man verliert möglichst wenig Spieler auf dem Weg zur Side, um die Bombe loszuwerden. Und die standen dann mit 4 Leuten auf der Side und haben die Bombe geplantet gehabt und konnten das super runterspielen und haben da viel koordinierter gearbeitet. Ich weiß einfach nicht, ob die vielleicht individuell nicht so gut dann abgestimmt aufeinander sind. Der Morkan geht ja aggressiv, aber kann den Frag echt leider nicht setzen. Ja, das erste Mal, dass er auch in so einem Offhand abgeflasht worden ist, aber dann repeat er einfach und Thompson verliert schon wieder das Duell gegen ihn. Der ist, glaube ich, ziemlich oft eben Empfänger seiner AWP-Shots geworden. Und ich sehe gerade, mein erster war auch nur noch 4 AP. Ich glaube, der wurde vorher gebankt von Morkan. Kann das sein? Das kann durchaus gewesen Playground sein. Ja. Also, ja, ich glaube, Maestro ist gerade lang, er war vorher vielleicht am Playground, das könnte hinkommen.
Jetzt hier der Flank von Slack. Slack ist schon komplett durch B durch, kann hier YZW an der Leiter da ein bisschen finden und Maw kann wieder mit einem guten Fracking Apoptose. Jetzt sind es wieder nur noch Maestro und sein 4AP und Rapolaser. Also einfach eine sehr dominante Performance hier gerade von den Dortmundern. Die City Side ist hier sehr, sehr, sehr safe. Ja, mehr als safe, würde ich eigentlich sagen. Also es werden wenig Spieler verloren und spielt super zusammen. Das ist auf solchen Karten wichtig auch. Man hätte da jetzt auch einfach reinlaufen können und einfach sagen können, hey, ich YOLO da jetzt rein und ich versuche zu erschießen. Aber es wird zusammengespielt, auch wenn Maestro jetzt den Frag da setzen kann auf Quinn, aber mit seinen 4 HP wird er die Runde auch nicht mehr so viel machen. Absolut. Und sie wissen ja mittlerweile auch jetzt, wo er ist. Wobei, sie haben nicht ganz den Fokus darauf, dass er allein schon durch sein könnte. Morkan wird hier vielleicht gleich ein bisschen gebacksteppt. Jetzt hat der Fokus... Und ich dachte, er holt auch schon wieder den Frag. Ein typischer Morkan-Manier, sag ich mal. Ja, ja, ich glaub, überzeugt mich hier gerade am Anfang sehr. Also ja, das muss ich sagen. Bis jetzt auch einer der stärksten Rein-AWPs, die wir bis jetzt gesehen haben, finde ich, in der Liga. Also wir haben schon ein paar gute gesehen, aber die haben dann auch hin und wieder mal die AWP wieder abgegeben zum Beispiel. Ich glaube, Crystal hat zum Beispiel bei UBT ein-, zweimal die AWP zwar gespielt, aber dann auch wieder abgegeben. Aber er ist hier gerade sehr, sehr, sehr überzeugend auf der City-Side. Ja, auf wir sehen auch sehr viel... dass meine AWP vielleicht mal auf solchen Maps wie auf Mirage oder so stecken geblieben, also dass das Team sagt, okay, wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine AWE. Genau, und dann müssen halt die Orbs riflen und da fühlen die sich halt meist nicht so wohl, aber der Morkan fühlt sich hier sauwohl auf seiner AWP und hat halbwegs den richtigen Griecher, weil der langsam locker auf B zuarbeitet und hier, glaube ich, so ein schöner Pistol-Connector eigentlich gestartet werden soll. Aber Quinn hat hier den perfekten Counterbooster gegen die Tür ist offen, er sieht Maestros Bein und kann ihn da ohne Probleme wegtappen. Das ist natürlich wirklich unglücklich, dass die Tür... Ich weiß nicht, ob sie die Tür aufgemacht haben, die CTs oder die Ts vorher. Doch, die haben sie gesprengt mit der Granate. Aufgesprengt, das ist der Klassiker. Das gefällt mir richtig gut. Spricht ein bisschen hier für dieses, oder spricht sehr für dieses Teamplay, was die Dortmunder hier an den Tag legen. Das gefällt mir gerade richtig gut. Das spricht nicht nur für das Teamplay, sondern auch für die Map. Bison verliert ja das offene Duell leider, ausnahmsweise mal. Auf Cache kannst du nicht die... Oder kannst du die Tür aufspringen? Die Blue Door? Ich glaube nicht. Nee, die Blue Door kannst du nicht aufspringen. Nicht, dass ich... Es ist ja auch eine andere Tür, also von der Texture her, meine ich. Ja, man sieht ja auch das Zusammenspiel im Garten, da wird mit einer Rifle und der AWE zusammengespielt, damit auf jeden Fall auch Backup von vorne ist, falls mal mehr kommen oder falls ein Flash kommt. Und das Slack setzt hat einen schönen Tap auf den Waffenlaser. Muss aber aufpassen, dass er hier nicht fällt und Hose. Der wird vielleicht einfach aufnehmen, nicht mal, weil Azirian setzt halt jetzt in beiden Fracks sehr schön gespielt. Das Teamplay ist einfach überragend und das ist halt, was viele Teams vielleicht auch nicht verstehen, wenn es an der Kommunikation hapert oder dann hapert es meistens auch am Teamplay einfach. Die Teams, die gut zusammenspielen, die verstehen sich ja meistens auch gut, oder wie hast du so das als Erfahrung? Absolut richtig. Kommunikation ist A und O, was das Teamplay angeht. Erstmal muss man die Kommunikation auf einen Nenner bringen oder auf einen Punkt bringen und danach kommt das Teamplay fast von alleine. Wenn man viel redet und viel aufeinander eingeht, spielerisch, was man sagt, dann kommt so ein Teamplay sehr schnell. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, gut, jetzt ist es schon fast zu spät. Wir haben jetzt die 14. Runde dieser ersten Hälfte. Aber man hätte vorher schon recht früh sagen sollen, hey, Timeout, es scheint ja gerade nicht zu funktionieren, was die Kommunikation angeht. Wir fangen nochmal von vorne an, wir reden nochmal ein bisschen, was hier die Probleme sind und fangen dann, wie gesagt, von vorne an. Jetzt steht es eigentlich schon 11-2, es sind nur noch zwei Runden mit dieser Runde hier zu spielen. Es ist jetzt eine richtige Buyround hier, wieder von den Klauster und Thompson auf eine AWP und ein bisschen Zeit verstreicht diesmal ins Land. Ja, also... wir müssen halt auch einmal noch sehen, wie die Dortmunder sich gleich auf jeden Fall auf der T-Side schlagen. Wir wissen es ja nicht, vielleicht ist Klausthal ja einfach auf der CT-Side sogar noch besser als Dortmund. Absolut. Das kann man jetzt absolut nicht sagen, deswegen, wir können jetzt hier die Hälfte noch abwarten. Ich würde sagen, es gehen auf jeden Fall noch zwei Runden, denke ich mal, an Dortmund. Weil der Thompson allein geschoben ist, also viel zu overaggressive gespielt hat vom Slack, lässt sich da flanken und damit ist die B-Side auch... Maestro hier wieder mit dem zweiten Frag für die Klausthaler in dieser Runde. Jetzt sind nur noch Quinn, Morkan und Azidan, die hier fast alle von vorne kommen. Nur Azidan hier auf der Flanke, natürlich auch im Bild gezeigt. Er entscheidet sich noch nicht, durch die Smoke zu gehen. Er wartet das lieber ab. Dafür geht natürlich dann wertvolle Zeit verloren, die sie gerade in dieser Unterzahlsituation nutzen sollten. Quinn fällt jetzt auch nur noch Azidan und Morkan in seiner AWP. Azidan fällt auch Morkan alleine gegen 5. Er safe. The Dream. Ist oder? Nein, er versucht. Sie haben das Geld. No-Scope? Nein, Quickscope kann den ersten Frag hier rausnehmen, versucht ihn da zu bangen. Apoptose, den nächsten kann er auch noch nehmen, schön zwei Frags, aber die Zeit lief aus und Thompson hat jetzt endlich mal das AWP-Duell gegen einen unfokussierten Morkan gewonnen. Ja, also da wurde mies abgekämpft, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber was soll man auch anderes machen? Also es war trotzdem super gut gespielt.
Aber so eine Runde kann man einfach fast nicht gewinnen. Absolut. Und Ace Dortmund hatte jetzt eigentlich noch Geld, sie können noch weiter kaufen. Die AWP auf Morkan ist natürlich fast das wichtigste Instrument, würde ich sagen, auf dieser City-Side zumindest. Ja. Die kann gestellt werden. Allerdings auch die Klaus-Taler. Sie sollten jetzt hier die Runde gewinnen und das Equip dafür haben sie schon mal. Es gibt AWPs, Nades, alles, was das Taktikherz begehrt. Wird sich hier so langsam ein bisschen vorgetastet. Es geht zu zweit Richtung B, einer ist in der Mitte. Schön den Gartenflash da abgewartet in dem Stein, genau die richtige Position gehabt, aber Slack kann sich hier einen Frag vor B sichern. Und der Meister muss da aufpassen, ah, ich sitze aber einen schönen Flick. Und pusht hier schnell auf die B-Side, um die Info für sein Team zu holen. Jetzt wieder über zur Situation von den Klaus-Tanern. Jetzt müssen sie auch was draus machen. Die Bombe orientiert sich jetzt auch langsam zu B und das ist der richtige Call. Es steht nur einer der CTs auf B. Wenn ich das richtig sehe, ist das Binke. Binke im Wasser versteckt er. Der muss jetzt früh callen und die Klaus-Taler müssen jetzt langsam pushen. 50 Sekunden, noch ist keine Rotation erfolgt. Jetzt langsam kommen die CTs runter auf die B-Side. Morkan und Quinn sind jetzt auch beide sogar schon da. Man hat sich viel Zeit gelassen, aber sie kommen auf die Side. Bombe wird gelegt. Apoptose gegen Binke erfolgreich. Morkan allerdings wieder mit einem tollen Frag. Quickscope gegen Thompson. Hier bangt Rapolesa auch noch. Der Mann hat einfach tierisch Bock gerade. Smoke raus, Molo raus, Apoptose und Meister beide links. Morkan fällt allerdings. Der fallende Quinn kann hier das Duell gegen Maestro gewinnen und dann im Umgehen auch noch gegen Apoptose. Wie kann der bitte die Runde holen? Apoptose steht doch hinter ihm, der hat ihn doch bestimmt angeguckt. Wir waren jetzt eigentlich in seiner POV drin, aber. Doch, kann der hat ihn angeguckt. Wie kann er den Frag da nicht holen? Das hätte nicht passieren dürfen, aber also starke CT-Side hier von den Dortmundern. Einfach aim-technisch und Teamplay-technisch deutlich besser als die Klaus-Taler, muss man mal so sagen. Aber wer sagt denn, dass die Klaus-Taler jetzt hier nicht genauso gut sein können auf der CT-Side? Oder besser. Genau. Von daher warten wir einfach mal ab, aber wir können ja noch mal einen kurzen Blick aufs Scoreboard werfen. Jetzt in der ersten Runde ist es ja, also haben wir mal kurz Zeit dafür. Morkan, der ist 20 zu 8 aus der ersten Runde rausgegangen und hat sein Team unglaublich durch diese Entry-Frags geboostet. Mhm. Sonst ist alles relativ unauffällig im Mittelfeld und bei den Klaus-Talern sieht es nämlich auch sehr durchwachsen aus. Also mittelfeldmäßig ein bisschen zu wenig Frags teilweise. Thompson ist sehr häufig gestorben, weil er auch einfach häufig reingelaufen ist. Ja, Thompson hat auch oft eben das Duell gegen Morkan eingegangen oder ist es eingegangen und das ist vielleicht gerade nicht unbedingt die weiseste Entscheidung gegen einen Morkan, der jetzt hier so stark ausspielt, wie er es hier auf der City-Side gemacht hat. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob sie bzw. ob Morkan später mit seiner AWP hier das gleiche Resultat erzielen können. Jetzt die Pistol-Runde. Wichtig für beide Teams, natürlich ein bisschen wichtiger für die Klaus-Taler, die hier damit versuchen, noch so halbwegs ein bisschen Runden zusammen zu schnüren. Man sieht es, Dortmund geht auch einfach ganz anders ran als die Klaus-Taler. Die Klaus-Taler sind einfach straight gerusht. Die haben gesagt, okay, wir fahren da schnell auf die Side, das Überraschungsmoment nutzen, aber die Dortmunder spielen sehr viel mit der Zeit und hier wird trotzdem Morkan lurkt immer noch sehr viel, obwohl nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr ist. Schöner Frag hier von Rapolaser gegen Slack, auch YZW sind hier, ist hier auf der Side erfolgreich. Jetzt sind nur noch drei Dortmunder, die hier über lang und kurz pushen, beziehungsweise sich jetzt komplett umorientieren bei so wenig Zeit noch auf der Uhr. Ah, ich sehe, warum Morkan schön mit dem Flank. Er ist unten schon drin, kann Maestro hier rausnehmen, fällt dann zurück, um nicht zu sterben. Das ist natürlich super schlau gespielt. Auch Thompson kriegt noch einen Headshot und noch den Follow-up-Shot von Morkan. Die Position von ihm ist einfach unglaublich gut gespielt. Er hat hier Overpass definitiv gut geredet. Quinn mit 16 HP im Wasser versucht ein bisschen Zeit rauszukaufen, kann sogar den Fracken Apoptose machen. Und Morkan steht da schon wieder ganz safe. YZW hat null Fokus auf ihn und läuft jetzt mit dem Rücken zu ihm. Das gibt doch bestimmt einen Nice-Kill. Nein, Morkan spielt safe. Nicht. Mehr oder weniger. Spielt safe, trifft aber nicht, kann den Effekt letztendlich noch machen. Und nur noch Rapolaser mit seinen 6 HP. Der letzte oben im Nest, er wurde von Winkel rausgenommen. Dieser Flank von Morkan hat absolut die Runde geholt. Macht dann hier die 13. Runde safe. Das jetzt, würde ich sagen, war vielleicht. Also, ich kurz mal für die Leute, die vielleicht nicht so viel CSGO spielen oder sich nicht unbedingt so auskennen. Das ist CSGO wie aus dem Lehrbuch gewesen gerade. Ja, also nicht unbedingt so die ersten zwei Peaks gegen die CTs, die hätten nicht sein müssen. Aber da hätte vielleicht nur einer sterben müssen, um halt wirklich so die Leute halt hochzuziehen von der B-Side. Aber diese Lurker-Position, unglaublich gut ausgespielt. Also so wird CSGO gespielt. Und ich glaube, wir könnten die Jungs auch mal auf jeden Fall nach dem Game, wenn es komplett vorbei ist, schon zusammenspielen. Morkan setzt da wieder einen Frag. Also
Das kommt mir schon sehr eingespielt bei den Dortmundern vor. Ja, und auch aim-technisch sind sie einfach nur sehr stark Slack und Morkan hier mit den First Tracks natürlich gegen die deutlich schwächeren Pistols hier. Wobei, was heißt deutlich schwächeren Pistols? UMP. Die UMP ist ja nicht mehr so stark und die Pistols sind ja doch recht stark. Aber lass uns jetzt keine Waffenbalancing-Diskussion hier anfangen. 13 zu 3 steht es jetzt hier und es sieht so aus, als würden sich die Dortmunder gleich noch eine 14. Runde holen können. Ja. Der wird ganz klassisch noch safe abgesmoked. Also man sagt halt, okay Jungs, lass den Sack zumachen, aber safe. Es sind immer noch Pistolen. Also die haben ja selber eben eine Eco gewonnen und das mit USPs. Das muss man halt sagen. Und deswegen spielen sie safe runter. Morkan holt dann den nächsten Frag. Spielen super zusammen. Es wird halt für die Toilette geplantet. Und ich denke mal, die Runde lassen sie sich nicht mehr nehmen. Ja, wenn man nur ein bisschen nochmal aufs Scoreboard schaut und eben den Rundenverlauf einmal anschaut, die Klausdaler haben die ersten beiden Runden gewonnen, also die erste und dadurch eben die Follow-up. Danach haben sie diese Eco verloren, von der du gerade gesprochen hast, und sonst nur eine einzige Runde nur kurz vorm Ende geholt. Das reicht natürlich nicht und da war natürlich auch die Economy immer wieder broke einfach. Jetzt hier im ersten Versuch noch die UMP durchzubringen, kann Morkan da wegsprayen. Azidan nimmt ihn dann eigentlich raus. 14 zu 3. Immer noch kein Geld bei den Klausdalern. Man spielt wohl auf die 15. Runde oder forst jetzt hier wieder mit Pistols rein. Das Spiel scheint mir, zumindest diese Map scheint mir schon fast vorbei zu sein. So könnte es sein, aber dann werden doch noch Pistols reingeforst, wie es so aussieht. Also man geht dann, also nur halb-halb, was jetzt auch nicht so richtig Sinn macht. Die Deagle hätte man sich auch sparen können für mehr Equipment nächste Runde, wenn man denn wirklich dann Richtung Overtime spielen möchte. Genau. Aber jetzt hier, die T ist absolut auf die B-Side orientiert. Ein Spiel wird schon gleich ein kurz abgestellt, viele verlangen. Und das scheint sogar die richtige Call zu sein, denn die Klausthaler pushen hier von hinten, kommen mit einer Flank über Connector. Und Binke sagt natürlich nur, hallo, ich habe meine UMP hier draußen und meine P250, ich nehme euch natürlich weg. Der hat ein bisschen Aim-Training hier, kann Apoptose jetzt auch, na, Apoptose hat noch ein bisschen Probleme. Aber jetzt sind es nur noch Apoptose und YZW, die versuchen hier ein bisschen zu überleben. Die Runde ist auch schon wieder fast im Sack der Dortmunder. Oder ist im Sack für die Klausthaler, könnte man auch so sehen. Ne? Aber ja, jetzt der liegt nur noch der Impfland ZW3. So lange wird er, glaube ich, auch nicht mehr machen. Die Bombe liegt ja auch schon. Da holt sich Morkan nochmal kurz easy ein bisschen Geld ab mit einem schönen, schön abgegammelten Kill halt. Aber ich glaube auch fast, dass es das gewesen ist. Ich weiß nicht, ob man sich vielleicht noch für eine AWP entscheidet auf der T-Side. Könnte sein, aber die wird ein voller AK bei mit vielen Nades. Und die Jungs, die sagen halt einfach echt, ey, wir machen jetzt Schluss, komm. Es kann niemals in die Overtime gehen. Und der Apoptose, der hat die AUG rausgeholt und eine Famas wurde dazu gekauft, 3 M4s, wenig Nades. Da hat man es unglaublich schwer. 15 zu 3 steht es jetzt hier und es wird wieder, es wird ein etwas mehr, ich dachte es wird sich eher Richtung B orientiert von den Dortmundern hier, doch es wird Standard aufgebaut, überall sind Spieler, überall wird man ein bisschen versucht das Aim-Duell einzugehen, Thompson gewinnt sogar das erste besagte Aim-Duell gegen Morkan, der vermeintlich stärkste Spieler hier von Dortmund rausgenommen, Ripple ist auch erfolgreich gegen Quinn hier, 5 gegen 3 über zur Situation und die erste Rifle-Round scheint hier gar nicht mal so schlecht auszusehen für die Klausthaler. Komischerweise haben sie sich jetzt wieder ein bisschen aufgerafft. Ich weiß nicht, ob die Jungs von Dortmund das jetzt noch holen können. Weil die spielen sehr, sehr langsam. Also, die haben die vorherigen Runden sehr langsam gespielt. Also, wir haben selten ein sehr schnelles Spiel gesehen. Außer es war klar, wir haben gefühlt spielen gegen eine Eco. Aber sonst spielen die sehr bedacht. Ja, ist richtig, würde ich auch sagen. Und die auch Bombe. Jetzt noch. Auch jetzt noch in der Unterzahlsituation immer noch ganz viel Entspannung dabei. Und das ist, also wie gesagt, das spricht einfach auch dafür, dass halt das Team schon länger zusammensteht. Da kommt eine leichte Fail-Flash, glaube ich. Und das kostet nämlich den Azidan auch den Leben. Jetzt sind nur noch Binke und Slack am Leben. Die werden jetzt aber auch gleich spätestens geflammt und Apoptose kann doch der auch Frack holen. Slack fällt dann auch noch. Ja, gut, das sind jetzt ja trotzdem noch 11 Runden bis zu Overtime. Sie müssen jetzt 11 Runden ohne Probleme, ohne irgendwie irgendwas abzugeben, holen am Stück. Das ist auf jeden Fall eine große Aufgabe. Und die Dortmunder sagen sich jetzt natürlich jetzt nicht, wir saven jetzt und machen, lassen euch nochmal, geben euch nochmal eine Runde. Nein, sie kaufen mal komplett AKs drauf, komplette Nades. Nur bei Quinn ist eine einzige Flash zu sehen, ansonsten sind alle full equipped.
und versuchen jetzt nochmal mit, ich schätze mal, ein bisschen mehr Druck zu arbeiten, würde ich sagen, aber sie scheinen wieder ein bisschen Standard aufzubauen. Das wundert mich. Ich dachte, sie versuchen es jetzt nochmal zu rushen, aber du hast schon recht, sie scheinen wieder sehr diszipliniert aufzubauen, sehr diszipliniert einfach insgesamt zu spielen und ein bisschen mit der Uhr zu spielen. Rayproducer allerdings wieder mit dem Duell und wieder mit dem erfolgreichen Opening-Duell gegen Azzy dann hier. Ja, wie gesagt, also wenn die Jungs aus Dortmund das jetzt wirklich dicht machen wollen, dann sollten sie es jetzt mal langsam tun. Ich würde halt sagen, sie haben immer noch einen Waffenvorteil. Aber der Quinn kann ja den Frag leider nicht setzen, macht den Connector wieder zu direkt, zieht sich zurück, dem Damage, also der Damage reicht ihm und fängt da ein bisschen Gegendamage sogar noch durch die Tür. Und ich glaube, wir hatten gerade wieder einen ganz kurzen Lag, ich auf jeden Fall. Aber die Bombe orientiert sich wieder Richtung A und es war eben nicht der beste Call in meinen Augen. Aber es wird wieder durchgeklitzt. Und diesmal hat man eigentlich noch eine 4 gegen 5 Situation. Klar, man ist wieder in Unterzahl, aber man hat wenigstens noch einen Spieler mehr als letzte Runde und vor allen Dingen hat man noch Morkan im Spiel. Meiner Meinung nach, wie gesagt, ist der einfach der Mann, um den man hier sein Spiel, sein T-Spiel rumgestalten sollte als Ingame-Leader. Ich weiß auch nicht, wer bei den Männern da der Ingame-Leader ist. Ja, schwieriges Wort. Aber derjenige sollte auf jeden Fall so ein bisschen sagen oder zumindest erkennen, dass Morkan hier einfach eine tolle Performance auf dieser Map zeigt und sollte eben vielleicht auf ihn ein bisschen aufspielen. Jetzt noch 24 Sekunden auf der Uhr. Smokes und Flashes kommen jetzt auf die A-Side. Alle 4 Spieler der Terroristen sind jetzt hier da und Morkan voran. Morkan pusht hier 3 CTs auf der Side, die zunächst bei mir jetzt rotieren werden. Rafael kann den ersten Track machen. Rechts rausgenommen für Morkan. Morkan mit dem Spelldog in den zweiten. 3-3 Situation. Close ist hier auch noch der Apotheose mit seiner Aug. Der wird auch von Morkan rausgenommen. 3 Frags schon für ihn in diese Runde. Jetzt noch Thompson und Maestro. Thompson. Maestro kann er rausnehmen. 4 Frags für diesen Mann. Morkan. Ich hab's gesagt. Der Mann ist einfach nur stark. Er pusht jetzt weiter durch. Thompson ist allein. Und auch der scheint fast Opfer von Morkan geworden zu sein. 1-2 Situation. Thompson muss jetzt hier alles Mögliche in Bewegung setzen, damit er die Runde noch holen kann. Er pusht vor. Die Zeit spielt gegen ihn. Allerdings hinter ihm Winkel. Safe runtergespielt. 16-4. Deutlicher Sieg hier für die Dortmunder auf Overpass. Puh, das war anstrengend. Ja, das ist ein sehr cooles Spiel, hat mir echt Spaß gemacht, dazu zu gucken. Also war eine sehr, sehr schöne Map. Wenn das performance-technisch noch von den beiden Teams so aufgespielt wird, so wie gerade, dann ist es auf jeden Fall, wird es eine richtig coole zweite Karte geben, würde ich sagen. Wir gehen jetzt aber, glaube ich, auch erstmal in die Pause, oder? Ja, ich würde sagen, wir geben den Spielern mal so knapp 5 Minuten Pause. Genau, weil die müssen ja auch mal auf Klo sich was zu trinken holen. Genau. Deswegen machen wir 5 Minuten Pause und sind in 5 Minuten wieder da und diesmal muss ja auch keiner mehr nachkommen. Genau. Gut, also, dann bis gleich.